Sex mit Sarah Wagenknecht. Letzte Nacht in meinem Traum. Was soll ich sagen, seither schlaf ich schlecht. Wir saßen nackt in einem Baum. Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht. Anfang November eine Nacht. Es fällt mir schwer, das hier zu sagen, echt. Was hat sie nur mit mir gemacht? Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht. Ich war gefesselt eine Nacht. Die ganzen Ideale nackt vor mir auf einem Ast. Was haben wir uns dabei gedacht? Der Himmel war voll Geigen und dann färbt er sich rot. Und über uns, ach, das vergesse ich nie. Gut, hör eine weiße Taube leise. Eine Wolf-Biermann-Melodie. Ich hatte Sex mit Sarah Wagenknecht. Letzte Nacht in meinem Traum. Jetzt hab ich Rücken, denn wir lagen schlecht. Dort oben nackt in unserem Baum. Und dann schrie sie, Peng, was Gregor Gysi. Den fand ich auch schon immer nett. Er wird er noch viel kleiner als er war in diesem großen Höhlenbett. Und dann zack ging es ganz schnell, kaum war der Himmel rot, wurd's hell. Morgens dann ein Löffelchen erwacht. Doch Gregor Kleiner war hoch. Was für eine Nacht. Ich hatte Sex mit Gregor Gysi in meinen Träumen letzte Nacht. Zwischen uns ist alles easy. Ich hatte Sex mit Gregor Gysi in meinen Träumen letzte Nacht. Zwischen uns ist alles easy. Kurz mal Boom gemacht. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.